In uralten Zeiten, als das Pantheon noch von Göttern der verschiedenen Völker bewohnt war, stand dort ein Tempel. Der Tempel des unbekannten Gottes, Schöpfer aller Götter. Dieser Tempel wurde in höchsten Ehren gehalten. Mit 5 Buchstaben. Attraktiv. Ich! Zu wenig Buchstaben. Und zu wenig Herren. Horus! Ja, Jupiter? Sag mal, was würdest du von einer kleinen Sintflut halten? Nur so aus Spaß, ne? Aber muss ein Tee sein. Sintflut, tja. Ja, wir könnten zum Beispiel das Mittelmeer mal wieder überlaufen lassen. So wie in den guten alten Zeiten. Tut mir leid, Jupiter, aber es darf kein Tröpfchen Salzwasser an meine Pyramiden kommen. Außerdem, bitte überleg doch mal, wer opfert uns Wein, wenn wir die Menschen alle ertränken? Nicht zu vergessen, Ochsen. Wer bringt uns Ambrosia da? Und Nektar. Vergesst die Lämmer nicht. Honig. Ich liebe es. Gegrüßet seist du, Jupiter, der du einst herrschtest mit Blitz und Donner. Die Winde, die du heutzutage entfesselst, scheinen mir weniger göttlich zu sein. Und du, Horus, Herrscher der ägyptischen Sonne, lässt dir von deinem Volk andauernd alberne Steinhaufen bauen. Nur zu bald wird es bemerken, dass in deinem tollen Falkenkopf nur ein Spatzenhirn steckt. Und du, Chiyu, einst der Schrecken von ganz China. Du könntest noch als genauso schrecklich gelten, müssten nicht alle über deinen Fettwanz lachen. Doch nun hört meine Botschaft. Er möchte euch sehen. Auf der Stelle. Das war so gemein. Kunkyrus, ein richtiges Eben. So was von Arrogant. Reichheit. Was bilden die sich ein? Psst. Wir sind da. Prahlst du immer noch mit deinen Steinhaufen, Horus? Nun, die sind gar nicht so leicht zu bauen, wenn man sich... Und du, Jupiter, du wirst von Mal zu Mal fetter. Chiyu, erzähl mir von deinen letzten Schreckenstaten. Also, da waren 3 Esel. Die habe ich mit einem Bissen herunter. Ihr Versager! Seit Äonen denkt ihr nur an euer Vergnügen. Alle Menschen haben erkannt, wie nutzlos ihr seid. Natürlich denken sie sich, wenn diese Schmarotzer nichts für uns tun, dann können wir auch gleich ihren obersten Chef anbeten. Wisst ihr, was das heißt? Monotheismus! Meint ihr, ich hätte Zeit, mich um jede Kleinigkeit zu kümmern? Ich befehle jedem von euch, einen aus seinem Volk, und zwar den Besten, auszuwählen und mit ihm ein neues Volk zu gründen. Dann werdet ihr diese Völker aufeinander hetzen, bis eins die anderen beherrscht. Der Sieger entgeht so seiner Bestrafung. Strafung? Man arbeitet härter, wenn das Dasein noch seine Schattenseiten hat. Irgendwelche Einwände? Nö. Was wäre denn die Bestrafung? Das Universum müsste endlich mal wieder weiß angestrichen werden. Das sieht aber auch aus. Findet ihr nicht? Ach, und Jupiter? Ja, Meister? Du machst eine Diät. Kunkyra wird das überwachen. Diese 3 Kisten ins Vorderschiff. Und beeilt euch, da zieht ein Gewitter auf. Du! Perfekt, so bleiben. Sie werden mein Werk noch in Jahrtausenden bewundern. Chiyu, der Drache! Verschleckt die Kinder! Ich erwarte dich, Chiyu!